Die rheinische Braunkohle ist eine wichtige Säule der deutschen Energieversorgung. 40 Prozent des nordrhein-westfälischen Stroms werden aus ihr erzeugt. Braunkohle kann hier nur im offenen Tagebau gewonnen werden, denn über der Kohleschicht liegt lockeres Erdreich, wie Löss, Kies, Sand und Ton. Deshalb müssen große Schaufelradbagger die lockeren Erdschichten erst abtragen, um an die Kohle zu kommen. In NRW geschieht dies in drei Tagebauen: Inden, Garzweiler und Hambach. Sie decken 40% des Strombedarfs im Land. Aus der Kohle im Tagebau Hambach kommt bildlich gesprochen der Strom für jede siebte Lampe in NRW. Das alles läuft kontinuierlich. Die Kohle wird gefördert, per Bahn direkt ins Kraftwerk transportiert und dort quasi just in time verstromt. Große Lagervorräte gibt es nicht. Wie funktioniert eigentlich ein Tagebau? Auf der einen Seite wird Kohle freigelegt und abgebaut, während zeitgleich auf der anderen Seite aufwendig die Landschaft wiederhergestellt wird. Im Rheinischen Revier wurden so in der Vergangenheit rund 84 Quadratkilometer Wald neu angelegt. Allein am Tagebau Hambach wurden über 10 Millionen Bäume gepflanzt. Die Rekultivierungsgebiete sind bei den Menschen sehr beliebt und gelten unter den Fachleuten weltweit als vorbildlich und richtungsweisend. Ein Tagebau ist also kein starres Gebilde, er wandert langsam den Kohlevorräten hinterher. Damit dies möglich ist, muss zunächst die darüberliegende Fläche geräumt werden, Felder, Straßen, Ortschaften und auch der Hambacher Forst. Dort sind in diesem Herbst Rodungsarbeiten zwingend notwendig, einen Zeitpuffer gibt es dafür nicht, denn es wird nicht auf Vorrat gerodet und im vergangenen Jahr hat RWE nicht roden können. Die Abbaukante ist daher schon sehr nah an die Bäume herangerückt. Wenn es auf der ersten Sohle nicht weitergeht, wird eine Kettenreaktion in Gang gesetzt. Sie würde dazu führen, dass alle Bagger zum Stillstand kämen. Folge: keine Kohle mehr. Kraftwerke und Veredelungsbetriebe stehen still. Nach der Rodung, aufgrund der Artenschutzbestimmungen, ist die nur von Oktober bis einschließlich Februar erlaubt. Und vor dem Einsatz der Bagger steht eine Reihe von Arbeiten an, die rund zwei Jahre in Anspruch nehmen. So suchen Experten nach Weltkriegsmunition und Metall im Boden. Im Anschluss ist unter anderem das Wurzelwerk zu entfernen. Außerdem finden archäologische Grabungen statt. Sind diese Arbeiten abgeschlossen, kann die Kohle auch hier freigelegt werden. Wenn es vor dem Wald nicht weiterginge, könnte man ihn dann wie auf einer Insel stehen lassen und den Tagebau um den Wald herumführen. Nein, das ist nicht möglich, weder vorläufig noch auf Dauer. Der Wald liegt mitten im Abbaufeld des Tagebaus. Um die Kohle aus 400 Metern fördern zu können, werden standsichere Böschungen auf beiden Seiten des Tagebaus benötigt mit einem zwingend einzuhaltenden Neigungswinkel. Wenn um den Wald herumgebaggert würde, wäre der zur Verfügung stehende Abstand zwischen Wald- und Tagebaurand jedoch so gering, dass sich die Böschungen, selbst bei steilstmöglicher Ausführung, weit oberhalb des Flützes treffen. Damit käme der Bagger nicht mehr an die Kohle. Somit ist es aus geometrischen Gründen schlicht nicht möglich, den Tagebau um den Wald herumzuführen. Man sieht, der Tagebau ist ein kompliziertes Gebilde. Wenn jedes Zahnrad ins andere greift, kann ausreichend Kohle gefördert und in den Kraftwerken Strom produziert werden, als Beitrag zur Versorgungssicherheit. Bei der Stromproduktion aus Kohle entsteht CO2. Das soll verringert werden. Damit das klappt, ersetzen erneuerbare Energien wie Sonne und Wind nach und nach die Kohle als Energieträger, bis sie nicht mehr zur Stromerzeugung benötigt wird. Wann das genau sein wird, darüber wird aktuell viel diskutiert. Zum Beispiel in der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Die Bundesregierung hat sie ins Leben gerufen. Die Arbeit der Kommission hat mit den jetzt notwendigen Rodungen im Tagebau Hambach allerdings nichts zu tun. Die Arbeiten sind für den kurzfristigen Fortgang des Tagebaus Hambach erforderlich. Die Kommission erarbeitet aber Vorschläge für langfristige Entwicklungen. Das sollte nicht verwechselt werden. Der Tagebau Hambach wird noch lange benötigt. So hat die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen 2016 die energiewirtschaftliche Notwendigkeit des Tagebaus bestätigt. Auch die amtierende CDU-FDP-Landesregierung hat das bekräftigt. Damit die Kohle weiter gefördert werden und ihren Beitrag zur sicheren Stromversorgung leisten kann, muss der Betrieb weitergehen. Für viele Menschen in NRW ist das sehr wichtig. Und zwar nicht nur in den Tagebauen, Kraftwerken und Veredelungsbetrieben, sondern auch in Millionen Haushalten und ganz besonders in der Industrie, die auf eine jederzeit zuverlässige Stromerzeugung angewiesen ist.